Hey, Hallöchen, ich grüße euch. Heute kommt mal wieder so ein Gedankenvideo von mir. Ich möchte meine Gedanken mit euch teilen. Und zwar gibt es Auf und Abs im Leben. Und ich habe ein paar alte Baustellen in meinem Leben. Und das hat jeder von uns, ja? Jeder hat Dinge, die vielleicht nicht abgeschlossen sind. Und ich möchte euch heute einen Tipp geben, Kreise zu schließen, so nenne ich das, ja? Du hast irgendwas in deinem Leben und der Mensch strebt danach, Dinge abzuschließen, damit er es beenden und ablegen kann, ja? Damit man es aus dem Kopf hat. Und es kann sein, dass du Dinge in deinem Leben hast, das hat bestimmt, fällt dir gleich so ein Beispiel ein, ja? Oft sind es Liebesbeziehungen oder Dinge, die man nicht beenden konnte, vielleicht weil eine Person gestorben ist, also oft sehr emotionale Dinge. Es kann natürlich auch irgendwie was sein, so wie eine Wand, die du nicht fertig gestrichen hast und eine Ecke. Die eine Ecke ist noch gelb, ja? Du hast die weiß gestrichen und die eine Ecke ist noch gelb, weil dir die Farbe vielleicht nicht gelangt hat. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Und die kleine gelbe Ecke, die wird dich immer davon abhalten, weiterzumachen, ja, dieses Projekt beendet zu haben. Du wirst immer sehen, ah Mist, da ist noch die gelbe Ecke, das muss ich noch machen. Und so ist das bisschen mit diesem Gedankenkreisen schließen, mit Sachen abschließen. Der Mensch neigt dazu, das ist einfach, also mir geht das so, ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, ich denke, es ist so, man will Dinge abschließen und wenn das dann abgeschlossen ist, dann kann man es vergessen. Also wenn du dann die Wand komplett weiß gestrichen hast, und das letzte gelbe Fleckchen, das die Farbe drunter war, ist dann weg. Dann ist der Kreis geschlossen und es herrscht eine Reinheit. Ja, abgeschlossen, erledigt. Du wirst nicht mehr dran denken. Aber wenn du die Wand halt jahrelang ungestrichen lässt, wirst du immer wieder drauf zurückkommen. Und genauso ist das mit dem Gefühlsleben. Es gibt Beziehungen, die du vielleicht nicht verdaut hast oder verdauen ist ein gutes Wort, ja? Man hat etwas nicht verdaut. Man kaut da immer noch seelisch drauf rum. Es liegt einem schwer im Magen. Und das sind Dinge, von denen du dich befreien solltest. Vor allem, wenn du so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast, weil das deinen Darm in der Tat beschäftigt. Das ist Stress. Das liegt einem im Magen. Oder vor Situationen Schiss haben, weil man etwas nicht abgeschlossen hat. Das sind psychologische Faktoren, die einen stressen. Und manchmal denkt man, oh wow, ich habe keine Probleme, alles ist gut. Dann kommst du in eine Situation, die dich an etwas in deinem Leben erinnert, das du von früher kennst und dann merkst du, da ist noch etwas offen. Ja, also so zum Beispiel der Tod eines nahen Verwandten, vielleicht von den Großeltern. Ja, das hat man als Kind erlebt und manchmal kommt die Traurigkeit wieder hoch, was auch okay ist eine Zeit lang, aber irgendwann sollte dieser Trauerprozess abgeschlossen sein. Ja, und es gibt halt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe da auch keinen guten Tipp, wie man das angeht, aber ich möchte, dass du dir deiner Baustellen bewusst bist, wo ist etwas nicht abgeschlossen. Ja, kram das raus, schließ das ab und befrei dich. Und es ist halt einfach so, dass du nicht weitergehen kannst, bevor du etwas erledigt hast. Und da hilft es immer wieder, allein zu sein, damit du damit nicht abgelenkt bist, dass du darauf zugehst, das zu tun. Also, kümmere dich um dein Seelenheil, schließ Kreise, bring Dinge zu Ende. Überleg dir mal, atme mal tief durch ein paar Mal, geh ein Stück, ich gehe dann gern, deswegen gehe ich jetzt auch und überlege dir, was dich noch belastet. Und nur wenn du denn diesen ganzen Ballast wegwirfst und es abschließt, dann kannst du wieder die Schultern strecken, ja, der Ballast, der lastet auf den Schultern. Das ist auch so eine Psychosomatik, Schulter- oder Knieschmerzen, dass einen etwas belastet. Ja, man geht in die Knie, man zeigt Schwäche.
Ja, oder man hat es im Kreuz. Kreuz und Bauchschmerzen ist auch so etwas. Also wenn du da Probleme hast, denk mal drüber nach, ob du irgendein Paket mit dir herumschleppst, das dich plagt. Mach dich frei. Befrei dich. Nicht nur von deinen Dingen, die dich belasten, sondern vor allem mental. Schmeiß Sachen aus deinem Kopf, die du nicht brauchst. Man kann das auch verstärken, wenn man vielleicht die Gelegenheit nicht hat mit Symboliken. Ja, du kannst vielleicht eine alte Beziehung aufarbeiten, indem du einen Abschiedsbrief schreibst. Schreib dir alles, was dir einfällt, was dich belastet, auf einen Zettel Papier. Und dann hast du dieses Papier in der Hand, diesen Brief mit all deinen Sorgen und Nöten, und dann verbrenn das irgendwo. Ja? Und schau dazu, wie sich das in Rauch auflöst. Deine Probleme lösen sich auf in Rauch. Es kann sein, du brauchst das Ritual mehrmals, ja, weil immer noch wieder was hochkommt. Ich finde das auch gut, Tagebuch zu schreiben. Ich mache das jetzt nicht mehr regelmäßig, aber es hat mir eine Zeit lang sehr gut geholfen. Ich finde aber die Idee mit dem Verbrennen besser, weil es dann halt weg ist. Ja? Dieses Tagebuch kramst du vielleicht heraus und liest das wieder, und dann kommt das wieder hoch. Das ist nicht komplett abgeschlossen. Aber vielleicht hilft es auch. Ich denke, das ist so eine Typfrage. Es wird vielleicht manchen helfen und manchen gar nicht. Ja, geh raus in die Natur, mein Tipp. Beweg dich im Freien und beim Laufen und beim Gehen oder beim Wandern kommt deine Seele mit deinem Körper in Einklang. Du verarbeitest Dinge. Du kannst nachdenken und mach das allein. Geh alleine raus. Für dich. Setz dich irgendwo hin auf eine Bank und mach Bauchatmung. Atme in den Bauch, und jedes Mal, wenn du ausatmest, schickst du einen belastenden Gedanken weg. Okay, das war eigentlich das, was ich euch heute sagen wollte, ja? Schließt die Kreise in eurem Leben. Kennst das, ja? Wenn etwas nicht sauber gezeichnet ist, hast du einen Kreis auf dem Blatt. Jeder will das zumachen. Mach einen Haken an die Sache. Schließ es ab. Okay? Also, ich sende euch ganz liebe Grüße. Schreibt mir gerne einen Kommentar dazu, ob dir das geholfen hat. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss!